Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy und dem Beagle. So, ich war ein bisschen verkaufen, damit wir Platz im Inventar haben, weil wenn wir schon in so eine Wunderhöhle gehen, auf die selbst Scheherazade vermutlich ziemlich stolz wäre, dann sollten wir auch... Oh! Ja! Oh, hi! Kann man die erledigen? So stark seid ihr echt gar nicht. Vermeiden wir etwa uns die Rotznasen. Ich weiß zwar nicht, warum die jetzt exakt da waren, aber egal. Eine Schande, was du mit hilflosen Tierwesen gemacht hast. Genau, eine Schande. Schämt euch hier, Arschlöchers. Ach, die kamen aus dem Camp, weil, keine Ahnung. Na gut, wenn die aus dem Camp kamen, weil, keine Ahnung, dann ist das so. Jetzt habe ich noch so eine Kröte hier platt gemacht. Ich sollte mein Special-Ding nicht so heftig aufbrauchen. So. Oh, hallo, ihr Tierchens. Die kann man zum Glück nicht töten. Im Gegensatz zu Witcher, wo ich sie dann hinterher ja doch noch rausgefunden habe. Dass ich das Kaninchen... Er fängt schon hier an, dass ich schon wieder alles aufgebraucht habe hier. Pilz. Revelio. Da sind zwei Gegner, die will ich haben. Entweder füttert man das Tierwesen oder es futtert dich, wenn du weißt, was ich meine. Hey, stehen bleiben! Oh. Guter Trick! Revelio. Warum genau waren die hier? Ich bin irritiert. Komme ich von da aus etwa zu den Höhlen? Dahinter? Oder was? Dahinter? Was? Das ist hinterm Stein oder wie? Wie geht das denn? Leute, warum sind hier wildere Spurensucher? Töte ich doch schneller als ein Mondkreis. Glück, nichts als reines Glück. Das hältst du Glück, du Arsch. Ihr seid ja so eine Luschen, ey. Wollte ich nicht nur mal gesagt haben. Ja, jetzt habe ich mich schon wieder von meiner Hauptquest entfernt, aber jetzt bin ich neugierig, was hier ist, wenn ich ehrlich bin. Da hinten ist das, oh, okay. Ist hier irgendwas Specialiges oder so? Es wirkt ein bisschen so. Warum sollten hier sonst Wilderer sein? Leute, ich muss auf die Karte gucken. Ich will wissen, was das ist. Niemand weiß es genau. Das ist eine Hütte. Ich würde sagen, dass... Nein! Irgendwann wirst du kämpfen müssen. Ich kämpfe doch schon die ganze Zeit gegen euch. Nein! Putz mich heraus wie ein Billy. Du bist ganz schön tot dafür, dass du hier mir sagst, dass ich kämpfen soll. Aber ist hier gar nichts drin? Doch, da ist... Nee, hier ist nur Geld drin gewesen. Geld ist ja auch gut, ne? Muss man sagen, Geld ist auch gut. Aber was zum Phönix ist das hier? Oh! Mondgestein. Da unten ist bestimmt ein Krötrichs. Nee, das sind auch Dudes. Aber Hogsville zittern, wenn sie mich sehen. Es war ein Fehler, hierher zu kommen. Naja. Das war ein schwerer. Ich kenne deine Art. Tut mir auch leid für euch, aber... So hier nicht. Oh nein!
Nein. Ich würde dich so gern befreien, aber ich kann kein Aluhumora. Das ist so unfair, Leute. Das ist richtig unfair. Get Blutegel. Der arme Kniesel. Oh, da oben ist eine Merlinsprüfung. Jetzt bin ich so vom Weg abgekommen, Leute. Ihr seid hier beim Beagle. Natürlich kann der Beagle nicht geradeaus auf dem Weg gehen. Wäre auch langweilig, oder? Was ist das hier überhaupt? Aber da ist ein Feuer, da bin ich mir relativ sicher. Und da oben ist das Merlins-Ding. Komm ich da hin? Oh. Ah, so komme ich da hin. Na gut. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Habe ich denn genug Malve? Ich habe Malve. Malve ist übrigens auch ein ziemlich leckerer Tee. Ach hier. Oh, sag mir nicht, ich kann das nicht machen. Nein, ich habe Flippendo noch nicht. Scheiße. Ah, ich kann das nicht machen, Leute. Schade. Nee, falsch. Falsch. Das wollte ich haben. Kann ich nicht machen. Ich muss mir merken, dass ich das hier aktiviert habe. Oh, das wird schwierig, weil ich ja schon zwei aktiviert habe, quasi. Die sind stärker als ich, sehe ich gerade. Aber nicht mehr lange. Totalus. Die merken einfach gar nichts, diese Trottel, ey. Noch die eine hier und zack. Oh. Niemand da, um den Sieg zu teilen. Niemand da. Doch wieder deine Zuschauer, Peppa Miegel. Deine Zuschauer. Fühle dich nicht schlecht. Fühl dich nicht schlecht, du hast richtig gut geleistet. Stealth bewegt. Eine Truhe. Revelio. Was gibt's denn hier? Ich möchte das Feuer gerne haben. Aber ich habe das Gefühl, da oben waren auch noch relativ viele. Da oben ist ein Spinnennest. Es wird euch anzulassen sein, wenn unsere Erwartungen abheben. Zentrale. Es wird eure Schuld sein, wenn wir alle fliegen. Okay. Na gut. Aber hier irgendwo ist auch das Feuer, also. Und so weit weg bin ich, glaube ich, von. Warte mal. Oh, so weit wollte ich gar nicht runter. Aber. Leute, wenn ich das jetzt geschickt anstelle, sterbe ich nicht. Seht ihr? Ich bin nicht tot. Zack. Krass, ich habe das Lagerfeuer hier noch gefunden. Jetzt fühle ich mich schon ein bisschen cool. Was ist da hinten? Ein Nifflerbau, den merken wir uns, den Nifflerbau. Wisst ihr auch warum? Weil Niffler möchte ich fangen. Ich möchte mir so ein richtiges Nifflerparadies machen. Kann mir das jemand übel nehmen, dass ich ein Nifflerparadies haben möchte? Leute, wenn ich einen Niffler als Haustier haben könnte, ne? Ich würde nie wieder arbeiten gehen. Ich würde meinen Niffler losschicken oder darf mir alles bringen, was er mir bringen möchte. Einfach alles. Ist es da oben? Könnte ich da oben? Über da oben? Warte mal, nein. Ich muss schon... Doch. Ich muss hier den Berg hoch. Ja, Frau Peppa Beagle, was wollten Sie eigentlich machen? Weiß ich nicht. Ich wollte eigentlich die Hauptquest machen und dann... Dann habe ich Dinge gesehen. Dunkler Straßenköter. Hi, dunkler Straßenköter. Stirb, dunkler. Ah, besiege einen Gegner mit einem China-Cool-Ding. Das, da hätte ich jetzt auch drauf kommen können. Na gut, dann nicht. Aber guck mal, wir haben so viele schöne Sachen gefunden. Ja, dass ich nächstes Mal schon wieder verkaufen gehen kann. Aber hier irgendwo müsste das Lagerfeuer sein. Sag ich doch, hier oben. Okay. Bin ich hier? Und etwas beunruhigend. Was soll ich tun? Gar nichts. Wir können hier nicht rein, weil... Ach, hier bin ich.
Ach, Herr Jemini, da bin ich schon ganz schön weit weg von meinem eigentlichen Ziel. Wir haben ja eh noch 10 Minuten, ist ja kein Thema. Ich finde schon einen Weg zurück. Warte mal, China cool, sagst du, ja? Okay. War das nicht das, was die wollten? Warte mal, Herausforderung. Die haben ja gesagt, ich habe sowieso eine Herausforderung. Die hier? Die habe ich denn jetzt? Hier unten. Und die hier? Na gut, dann ist das so. Die sind größer, die sind besser als die, die ich jetzt habe. Eindeutig. Aber ihr wisst ja, Fashion Beagle. Definitiv, aber Brille ist auch nicht so meins. Das Outfit ist schlechter. Den Schal kann ich nicht benutzen. Er ist aber schlechter. Ah, na gut. Dann gehen wir mal ab zu der Höhle. Ich hoffe dann, dass ich allgemein genug zur Verfügung habe. Hier sind Memes! Keine Sorge, ich lasse euch in Frieden, ihr Memes. Oh nein, das könnte relativ tödlich für mich enden. Wir hatten unseren ersten Fallschaden. Deine Reise ist beendet. Okay, Let's Play ist zu Ende. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir leid, ihr lieben Leute. Das Let's Play ist nun beendet. Neue Aufträge sind verfügbar. Halte ich für ein Gerücht. Wo bin ich denn jetzt hier auf der Karte? Merlin? Kacke? Wo zum Finück bin ich? Leute, wo bin ich? Okay. Ja gut, oh, ne? Welch angenehme Überraschung. Ja, ne? Tja. Warte mal. Ich glaube, ich brauche hier Licht. Bin mir nicht sicher, aber ich meine, ich brauche Lumos. Ja, da sind sie, die Schmetterlingse. Warte mal. Akio. Lumos. So? Also ich muss sagen, dass die Prüfung des Merlins in aller Regel relativ einfach sind. Gerade jetzt noch die am Anfang. Die sind ja wirklich... Lumos. Überhaupt nicht nennenswert. Die, die ein bisschen nerviger sind, sind vor allen Dingen die, wo man Feuer auf Zeit irgendwie machen muss. Die sind nervig. Was hatte der Beagle sich vorgenommen? Sich in der Welt nicht zu sehr verlieren, weil er es beim ersten Mal ja auch schon gemacht hat und damit doch eigentlich alles abgedeckt hat. Tja. Leute, es tut mir leid, der Beagle kann nicht anders. Seht es als kleinen, minimalen Zwang an, ja. So. Ich finde es so geil, ich muss immer daran denken, wie Professor Weasley einfach betont. Ja. Revelio. Warum ist mitten. Aha. Wie Professor Weasley einfach super betont, dass man hier super selten an Mondstein kommt und hier einfach massenweise Mondstein. Einsam. So, jetzt aber wirklich zur Hauptquest. Versprochen. Oh. Scheiße, gegen Spinnen, ey. Ah, die buddelt. Ich muss hier weg. Eklig.
Was? Ah! Diese mini kleinen Spinnen, ey, das ist ja widerlich. Voll in so ein Spinnennest geraten hier. Revelio. Ist hier noch irgendwas für mich, außer gar nichts? Oh, das ist eklig. Ich hasse Spinnen, Leute. Mit Spinnen kann man mich jagen. So, jetzt bin ich wieder auf dem richtigen Pfad. Wir können zumindest die Höhle schon mal betreten. Ja, okay. Ja, wer kennt's nicht? Jeder läuft so durch die Stadt und lässt sich ablenken und landet auf einmal in einer ganz anderen Stadt und wundert sich, warum. Warten? Auf wen denn warten? Auf niemanden. Hier bin ich. Oh. Wie versprochen. Hi. So sieht man sich wieder, Richard Jackdaw. Es überrascht mich nicht, dich hier zu sehen. Nein. Es braucht die Gerissenheit des Slytherins, diese Seiten aufzuspüren. Schön gesagt. Wie geht es jetzt weiter? Folge mir. Ich werde dich so weit bringen, wie ich kann. Aber ich fürchte, es widerstrebt mir, den Ort meines Ablebens aufzusuchen. Halte Ausschau nach einer Vogeltränke. Wenn du sie findest, sag Intramuros. Ich glaube, das ist Latein. Intramuros. Oder Griechisch. Okay. Wie du dir denken kannst, habe ich in der Schule nie gut aufgepasst. Das denke ich mir sogar. Da bin ich sogar fest von überzeugt, ja? Gibt es neben der Vogeltränke noch etwas zu beachten? Ja, es gibt einige Orientierungspunkte. Steinbrücke, ein Wasserfall und ein See, denke ich. Du wirst schon sehen. Denkst du? Das war sehr hilfreich. Danke. Es ist erstaunlich, wie viel mir... glücklicherweise wieder einfällt. Ach, ist nicht so schlimm, ne? Hier ist ein Lagerfeuer. Hm. Ja. Mit jedem Schritt, den wir uns nähern, kehrt mehr meiner Erinnerung zurück. Am besten lasse ich dich nun allein. Okay. Bleib einfach auf dem Weg und halte Ausschau nach der Vogeltränke. Gut. Adieu. Ist das jetzt Latein? Oder doch Griechisch? Hm. Adieu ist Französisch, du Arsch. Aber keine Sorge, das Französische kommt auch aus dem Lateinischen, also, naja. Kann man es auch schlimmer treffen. Okay. Oh, noch mehr. Oh, oh, Gott. Also mit einer Matriarchalchen möchte ich mich nicht anmelden. Anlegen, nicht anmelden. Diese scheiß Minispinnen, ey. Warum sind die eigentlich alle so viel Pescher drauf als ich? Das ist ja Wahnsinn. Rebellion. Ah, ist ja widerlich. Ba 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 ba, Leute. Spinnen, ey. Wie unfair. Warum muss ich durch ein Spinnennest? Spinnen sind hier sowieso die leidenschaftlichsten Gegner des Ganzen. Der Wasserfall. Für einen Dieb ist Jackdaw überraschend verlässlich. Ja, offensichtlich. Überall da, wo ich rumgegurkt bin. Witzig. Hier ist, glaube ich, ein Knuddelmuffbau. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich finde, muss sagen, dass ich Knuddelluft ist nicht. Das ist ein Knuddelluftbau, ja. Die finde ich aber nicht so besonders. Hm? Nicht hier lang. Ich bin da lang. Oh. Seltsam feierlich, dieser Ort. Hirsche sind so majestätische Wesen. Das ist wahr. Oh, noch mehr Tiere. Ja, genau wie Jackdaw es beschrieben hat. Okay. Lass mich mal eben hier noch diese Dinger hier einsammeln. Incendio. Ach, das sind Giftpilze. Rebellio. Ja gut, die Blutegel, Giftpilze, alles prima. Incendio. Oh nein. Intramuros. Ja, die Höhle ist gleich. Das heißt, es unterscheidet sich immer nur, wie man zu der Höhle findet. Okay. Kann ich noch nicht rein? Ich will schon mal reingehen, einfach weil.
Hier draußen wird euch niemand hören. Was macht ihr denn hier? Ich wusste, dass du uns zu dem führen würdest, was du versteckst. Oh, das wollte ich eigentlich gar nicht. Naja, egal. Das wollte ich doch gar nicht aufbrauchen. Diese Anhänger werden Renrock nichts mehr berichten. Mal sehen, wohin Jackdaw mich geführt hat. Das war nicht nett. Wir haben die umgebracht und du freust dich darüber. Okay, ich würde sagen, hier ist dann ein guter Punkt, um einen Cut zu machen. Und nächstes Mal nehmen wir uns diese Höhle hier vor. Hier gibt es einiges zu entdecken. Wie groß dieser Ort wohl sein mag. Sehr groß, meine Liebe. Sehr groß. Die will ich aber mal kurz einsammeln. Und ich würde sagen, dann mach... Oh, ich habe eine neue Aufgabe erfüllt. Die gucken wir uns natürlich sofort mal kurz an. Cool. Für die Spinnen, ne? Ha, okay. Ja gut, ne? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? 15 von 20 schwarze Magier habe ich besiegt. Oh, ich habe noch mehr. Ich habe noch mehr. Ich habe noch mehr. Ich habe noch mehr. Dann überziehe ich jetzt halt ein bisschen, weil wir uns Belohnungen angucken. Was habe ich denn hier für eine Belohnung? Nein. Abgeschlossen. 19 von... Ach so, nein. Ich habe keine Belohnung, sondern nur die aufmerksam machen für eine Belohnung. Na gut. Also, ihr Lieben. Ach, da wollte ich doch hin. Ich wünsche euch einen schönen Tag und haut rein.